Sie sind jetzt mit dem Rest des Teams verbunden, Lieutenant. Hallo? Ist das Ding an? Bee, kannst du mich hören? Ich weiß, wir überprüfen Standort an denen, die Decepticon-Plünderer nach cybertronischen Relikten suchen. Aber außer mir ist hier niemand auf diesem Berg und ich glaube nicht, dass es für die Plünderer hier irgendwas zu plündern gibt. Jede cybertronische Aktivität auf der Erde wird untersucht, Grimlock. Aber das sind doch bestimmt Hunderte, Sir. Mindestens. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Cons alte Waffen, die dort vielleicht noch rumliegen, in die Finger kriegen. Fixit, wir haben den Decepticon-Aktivitäten-Peilsender aktiviert, den du gebaut hast. Hervorragend! Ich empfange euer Signal! Steckt den Peilsender einfach in den Boden und ich schicke euch über die Erdbrücke zum nächsten Ort, um den Vorgang zu wiederholen. Ich werde nur noch ein alter, rostiger Metallhaufen sein, wenn wir damit fertig sind. Fixit, hat Optimus sich schon gemeldet, wann er ankommt? Wir könnten Hilfe gebrauchen. Leider nicht, Lieutenant. Hey, Bee! Wieso hast du mir nur eins von diesen Peilsender-Dingern gegeben? Wegen des kleinen Vorfalls heute Morgen hielt ich es für besser, dich auf eine Mission zu beschränken, um eventuelle Schäden zu begrenzen. Aber du weißt doch, heute Morgen war nur ein Versehen. Und ich habe mich doch auch entschuldigt. Und ich weiß das zu schätzen, aber in letzter Zeit ist zu viel passiert. Also lass uns ab jetzt eine Mission nach der anderen angehen, okay? Sei vorsichtig da draußen. Bumblebee out. Ja, da hat er noch gesagt, er braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Und jetzt sagt er mir, ich darf nirgendwo anders hingehen. Uncool Bee! Es war nur ein Versehen. Darf ich nicht mal einen Fehler machen? Darf ich jetzt nicht mal mehr einen Fehler machen? Guter Schlag, mein Freund. Die nächste Wand, die versucht, dich anzugreifen, wird es sich sicher zweimal überlegen. Willst du nicht lieber reinkommen und eine meiner Brezeln essen? Ich verkaufe sie im Dorf. Komm, drinnen ist es doch viel schöner als hier draußen in der Kälte. Und es gibt dort auch keine Wände, die dich angreifen. Komm! Na gut.